Da hinten liegt noch ein bisschen was rum. Mal mit. Irgendwas kann man noch einsammeln. Nee. Womit kann man da nochmal looten? Mit. Womit draufklicken? Ja, siehst du? Das wollte ich doch, Immortal. Das war doch mein Plan. Ich wollte sie ja nicht selber umbringen. Jetzt habe ich nichts gemacht. Kann sie trotzdem looten, die Bewohner. Ach, die Drachlinge sind Feueres. Das kann natürlich sein. Zumindest die Drachenfeuerfliegen oder wie die heißen da. Das kann gut sein. Oh, mein magisches Auge ist weg. Da muss noch irgendwo was rumliegen. Ah, ein Dorfbewohner. Gold, zack. Nochmal Gold. Wo ist denn nochmal schnell plündern? Oder mit den Tasten plündern? Oh, 542, dann holen wir uns gleich Bogen. Bogen kaufen wir uns gleich für die anderen. Da muss ich mir auch einen Bogen kaufen, ne? Warte, wir haben noch einen. Den haben wir doch. Ist auch gar nicht so schlecht, ne? Und das Schadending mit 5D2 muss ich mich auch nochmal reinlesen, was das genau heißt. Und da hinten haben wir auch noch recht viel gelegt. Haben wir alle geschafft? Ne, da hinten sind noch ein paar. So, womit kommt man jetzt plündern? Irgendwo kommt man mit plündern. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Ich glaube mit der gleichen Taste, wie man schießt, ne? Ne. Ne. Naja, mach ich das so weiterhin. Ach, mit Leertaste? Damit springe ich doch. Moment. Damit springe ich. Wir werden es noch rausfinden. Und irgendwo ist es doch jetzt noch so ein Fels, wurde mir gesagt. Das könnte ja auch eine Falle sein. Blumen mitnehmen. Oh, da kommt einer. Kommen viele. Aber jetzt sind wir ja Profis. Ich sehe die halt auch kaum. Aber wir werden besser. Mit Bogen machst du auch erstmal besser. Tust du auch erstmal besser, ne? Der muss schnell weg. Schön. So. Bin ich noch verfolgt? Schon, ne? A5D heißt 5-mal würfeln. Ach so, okay. Und heißt das denn so, sozusagen, wenn ich dann eine 1 würfel, dass ich den einen Schaden mache? Und wenn ich dann mit dem zweiten Wurf. Oder wie viele Stellen sind drauf? 1 und 2 wahrscheinlich, ne? Ach, 5 bis 10 Schaden. Ach so, okay. Okay, okay, okay. Und unter 5 Schaden kann man nicht machen. Ist auf jeden Fall gut, dass hier ein paar sind, die sich mit dem Spiel anscheinend auskennen. Es ist so lange her. Ich habe mir zwar so ein bisschen so eine Homepage nebenbei aufgemacht, ein bisschen was steht, aber die ganze Zeit lesen willst du ja auch nicht. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum.
Das tut echt weh! So, jetzt müssen wir ihn aber gleich mal hochheilen. Aber erstmal looten. Man braucht auch kaum Mana, ne, wenn sie hochhielt. Gut, hielt er auch nicht so viel. Nee, also der ist es nicht, der ist es nicht. Irgendwo muss ich doch plündern können. Oh. Kannst mich doch nicht beim Plündern stören hier. Warte, ich würde es ja gerne testen, das mit dem Feuer. Treffen Zauber immer. Testen wir mal, guck mal. Jetzt machen wir mit ihm Feuerzauber. Hat er jetzt Schaden gemacht? Ach, jetzt ist sie weg. Wir testen das später. Wir sollten voran. Oh, jetzt kommen ja aber viele. War das schon alles? Ganz gut. Ja, man würfelt mindestens eine 1, aber wegen der Rüstung ist das recht unterschiedlich. Ach, die gegnerische Rüstung kann sich auch noch mit drauf einbeziehen, ne? Unerträglicher Schön. Jetzt müssen wir aber echt gleich mal healen. So, ziehen wir ihn hoch. Komm schon. Doch, ich glaube, die können Feuer. Die können kein Feuerresistent sein. Nämlich nur die anderen, die auch Feuer spucken können oder was sie machen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Na komm. Schön. So, womit plündert man jetzt? F ist es. Hab's. Oh. Nur ein Kratzer. Alter. Yes. Boah, jetzt haben wir schon mal alle Fliegen hier fast weg, ne? Muss man mal hier was erneuern? Ich finde das Spiel halt auch echt entspannt, ne? Weil man halt das so pausieren kann und sich dann überlegt, was macht man als nächstes. Ist nicht so wie, keine Ahnung, ein Ballerspiel oder sowas, wo du ja die ganze Zeit in Action bist. Ich habe auch mal den ganz neuen gespielt. Ich glaube, der 10. Teil ist das ja. Aber ich weiß nicht, die ganz guten Elemente haben sie da einfach nicht genutzt. Grundaufbau ist es ähnlich. Die ganzen guten Elemente haben sie aus dem Spiel gar nicht genutzt. Aber ich habe es durchgespielt. Und konnte spielen. Ich finde auch, Might & Magic hat immer so einen Punkt, wo alles zu schwer ist. Egal welche Mission man macht, man schafft die nicht. Und dann wird's richtig anstrengend, finde ich. Ich glaube, deswegen habe ich hier Might & Magic 7 mal aufgehört. Aber diesmal schaffen wir das. So gute Unterstützung hier zum Teil. Oder was heißt zum Teil? Eigentlich nur. Schön. Können wir ja in der Luft auch abschießen, ne? Oh, was sind das? Sind die feindlich? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Sind das die gleichen wie hier die Wachen, oder nicht?
Ja, das stimmt. Die neuesten Spiele sind echt immer sehr, sehr einfach. Also man kann sie auch natürlich auch schwer spielen. Und einfach zu simpel aufgebaut. Hier musst du ja über alles einen Kopf machen, ne? Oh, das sind doch Fallen. Das sehe ich doch. Nämlich auch im sechsten Sinn. Privat geskillt. So, machen wir jetzt hier ein Päuschen. Ich muss was sie nehmen. Keine Falle oder habe ich sie entschärft? Beziehungsweise mit Glück überwunden. Auch keine. Och, sind gar keine Fallen. Das kriegt alles der Alchemist von uns. Verlangsamen. Ah, die kann ich aber nur einmal nutzen. Ich auch. Eher. Muscheln braucht die, ne? Guck mal, haben wir noch was. Das kriegt er. Ich finde, das ist ein bisschen unser Gruppenanführer hier. Skelett. Buckelschild. Für die Leute, die auch nicht buckeln müssen. das gleiche habe ich da auch, ne? Ja. Streitkolben? Ja, Streitkolben. Dolch. Was bringt der? 2d4. Jetzt so ein Button mit alles plündern, das ist immer schon recht vorteilhaft, ne? Das ist jetzt aber eine Falle. Oh, ich traue mich nicht drauf zu klingen. Wieder geschafft. Eine magische Zutat mit besonderen Eigenschaften aus Meteoritenfragmenten können blaue Zaubertränke hergestellt werden. Ah, okay, stimmt. Das ist dann für ihn. Und das auch für ihn. Lederrüstung. Müssen wir gleich mal gucken, wer das kann. Ich glaube aber, es konnten keine mehr Leder tragen. Ich finde halt zum Beispiel gut bei dem Spiel, dass du eigentlich alles lernen musst. Also wenn du kein Leder tragen kannst oder sonst irgendwas, dann kannst du halt auch keine Rüstung tragen. Bei anderen Spielen ist es halt so, du kannst ja eigentlich prinzipiell so Anfangsausrüstung kannst du ja immer direkt tragen. Aber kann keiner. Hatte ich auch keinen beigebracht. Dann kann das natürlich auch keiner. Magie entdecken macht das dann nicht auch Gegenstände so generell? Ich glaube nur Personen, ne? Was ist hier auf dem Schiff? Tada. Wir waren da hinten noch gar nicht in dem Häuschen drin, ne? Da gibt's doch locker noch irgendwas. Vermisste Person. Okay. Ich kann mich an ein paar Fremden erinnern, die sich vor kurzem am Eingang zur Drachenhöhle herumgetrieben haben. Ich habe nicht mitgekriegt, ob sie hineingegangen sind, aber seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist ihnen klar geworden, wie gefährlich es dort ist. Und sie sind in die Stadt zurückgegangen. Verlassener Tempel. Da müssen wir noch rein. Da brauchen wir noch die Fliese.
Die Höhle direkt hinter meinem Haus ist nicht der verlassene Tempel, nein. Sie ist der Schlupfwinkel von Morkarak, dem Erbarmungslosen, dem Drachen der Schmaragdinsel. Er schätzt keine Besucher. Also geht ihr dort besser nicht hinein oder nicht hin. Der verlassene Tempel ist ein in dem Hügel südlich meines Hauses und verschüttet. Ihr erreicht ihn, indem ihr die Höhle oben am Hügel betretet. Oh, ich hab Bock, da reinzugehen. Gänschen. Kann man immer alle gebrauchen. Ich will da trotzdem mal kurz reingehen. Ich meine, man schafft es doch auch, wenn man da reingeht, jetzt gleich ganz schnell alles zu plündern, oder nicht? Hat er da mal irgendwas gesehen? Wollen wir das wirklich? Nee, wollen nur mal kurz gucken. Er ist halt auch richtig stark, ne? Was ist denn hier so? Blitz. War das? Blitzratte? Okay. Knochen. Ah, das Teil eines Tagebuches. Oder Tagebuch. Ein Schild. Würde ich gerne mitnehmen. Ja, aber das schaffen wir doch jetzt hier kurz mal alles zu plündern, oder nicht? Was meint ihr? Komm. Oh. Oh, da sind noch Ratten. Oh ne, das war doch nicht so gute Idee. Das war nicht keine gute Idee. Das machen wir noch nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt nochmal ganz entspannt hier oben rum. Was bringt das? Aha. Okay. Cool. Hallo. Wollt ihr irgendwas? Nö. Und mit F kann ich die Leute nämlich auch ansprechen. Ein Räuber? Blauer Trank, Räuber. Oh, Bernd. Moin, Bernd. Die stärksten Mitbewerber haben sich anscheinend im Tempel des Mondes versteckt. Vielleicht planen sie einen Überfall auf die nächsten Gruppen, die versuchen, dorthin zu gelangen. Aber, Werik. Sollen wir das nochmal versuchen gleich? In die Höhle rein? Ding ist, dürfen halt nicht komplett sterben. Das ist scheiße. Ich glaube, es gibt drei Stufen. Der K.O., Tod und dann so richtig verstückelt, oder wie man sagt. Ja, den brauche ich doch. Aber nichts... Rote. Nehmt einfach irgendein blaues Kraut, bereitet es in einem leeren Flasche zu und voilà, ein blauer Schnellzaubertrank. Wahrscheinlich ist es mit dem Roten ähnlich. Ich bin aber nicht sicher. Man sagt, es kann sehr gefährlich sein und Zaubertränke falsch zu treiben. Ja, aber einen blauen haben wir ja schon. Ich würde tatsächlich, glaube ich, E und F tauschen wollen. Sich nicht mehr mit E-Angreifer mit F. Ach, da gewöhne ich mich dran, das lasse ich so. Ja. Du willst ja anscheinend nichts. Kann ich die hier nicht auch loswerden? Wahrscheinlich bleibt die noch die ganze Zeit bei mir. Huch. Bitte kein Feuer mehr. Ich fand auch im sechsten Teil ganz cool, das mit dem Schwert in dem Stein, wo du eine gewisse Stärke brauchst und sowas, damit du ihn rausziehen kannst. Aber okay. Oh, wir haben auch ganz gut Gold. Wir gehen jetzt noch einmal zu dem Haus hinten in der Ecke. Dann gehen wir Taverne. Schlafen uns aus. Und dann am nächsten Tag gehen wir nochmal in die Höhle und dann plündern wir die Stück für Stück. Oder gucken mal, wie wir das am besten machen. Ups. Hier soll doch immer noch irgendwo ein Feld sein.
den Fels noch nicht gefunden. Wo war der Eingang? Ach, hier war doch gar kein Eingang. Oh. Das ist so als Haus in Erinnerung. Stimmt, hier die Feuerresistenz, ne? Buff ist ganz gut. Oder meintest du den hier? Kiebelgruppenzauber. Tag der Götter. Ich weiß gar nicht mehr, was bringt Tag der Götter? Oh, 2 Glück permanent. Das wäre ja auf den besser gewesen. Nein. Oh, das wäre besser, wenn ich das auf den mache. Ach, müssen wir nochmal laden. Tut mir leid. Aber das Glück brauche ich auf dem anderen. Wer war das nicht? Hä, welche Brunnen waren das jetzt? Das war doch der, oder nicht? Ach, das boostet für alle die Tribute. Der Brunnen. Ist nicht nur für einen. War das nicht gerade eben der Brunnen? Oder meintest du jetzt den Buff? Du meintest den Buff, ne? Das war das? Ja, warum gibt er mir jetzt kein Glück mehr? Oder habe ich zu viel Glück mit dem Charakter? Nein, das kann ja auch nicht sein. Okay, ja gut, dann ist es echt ein krasser Buff. Kriege ich den immer wieder? Jeden Tag wahrscheinlich einmal, ne? Ist auch nur erfrischend. Oder habe ich den bekommen, habe ich nicht gesehen? Naja, komm, wir schlafen erstmal. Nur herein. Ist über gleich viel, ne? Nee, ich will das hier. Genießt euren Aufenthalt. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Fähigkeiten für den Bogen. Darf ich helfen? Zack. Zack. Hast du einen Bogen günstigen? Nee. Darf natürlich nicht. Das ist erstmal du. Das ist natürlich auch blöd, erstmal für beide das auszugeben. Ich will das Handeln will ich noch lernen. Naja gut, wir machen jetzt erstmal den Drach. Also wir machen nicht den Drachen, aber wir plündern seine Höhle. Komm ich hier hoch? Na, geht das? Die Kante war doch irgendwie schneller, oder? Komm, 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 komm. Jawohl. Wir uns den. Warum? Oh, ach so. Dann krieg ich. Dann geht das natürlich runter, ne? Bleibt ja ein Tag, wenn ich jetzt ein paar Stunden schlaf. Kriege ich das ja trotzdem. Eine Stunde? Eine Stunde? So, kann ich ohne Heilung. Ah, okay. Dann mach ich nochmal. Acht Stunden, das müsste ja noch lange. Ne, hab ich den trotzdem nicht mehr. Können wir jetzt nur den anklicken? Warte mal. Doch eh schon kein volles Leben. Warum hab ich denn kein volles Leben? So. Nee, ich habe gesagt, kein volles Leben, weil ich mir den ja schon geholt habe. Oh, es ist spät, ey.
Da kann ich mir noch mal Proviant holen. Gut, dass sie jeden Tag Feuer machen. Ist das da der Eingang für den Tempel, wo ich noch hin muss? Ich glaube schon, ne? Ich könnte die ja noch hochheilen, alle. Oh, das dauert aber ewig. Am Brunnen kann ich die hochheilen. Das ist schneller. Man kann nachher auch noch Zaubersprüche für Fliegen und sowas, ne? Ich finde, das sieht so richtig dann aus, als wenn man rumhackt. Was muss man hier wieder ganz außen drum? Man hier hoch? Nö. Tü-tü-tü. Na komm. Aber hier waren wir ja auch noch nicht. Wir auch noch mal gucken, was es hier so gibt. Wir suchen ja auch immer noch den einen Felsen, der irgendwo Loot drin sein soll. Lassen Sie auch mal immer drin. Hier haben wir nämlich mehr Glück. So, Varric, und du sagst, das klappt jetzt. Okay. Ja, renn da. Wollen wir das wirklich? Nein, 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 komm, schnell. Boah, das könnte klappen. Boah, das sieht gut aus. Komm schon. Wo ist der Drache? Nichts wie raus hier. Hab ich alles? Nee, da ist noch was. Hab ich alles, hab ich alles? Da ist noch was. Ich glaube, ich habe alles. Oh nein! Oh, im letzten Moment. Das ist scheiße. Das ist jetzt scheiße. Kann ich in der Stadt relativ günstig den wiederbeleben? Ich guck mal. Nichts hier raus hier. Nichts hier raus hier. Das ist natürlich auch noch die, die heilen kann, ne? Aber es wird eh nichts bringen. Benötigt ihr Heilung? Da ist es doch. 100 Gold. Gönnen wir uns, ne? Oder, na, wollen wir es nochmal machen? Was sagst du, nochmal machen oder 100 Gold nehmen? Eigentlich müssen wir sparsam sein, ne? Komm, hat ja nicht lange gedauert. Das hat doch nicht lange gedauert. Jetzt sind wir Profis in. Ich fühle mich ein bisschen wie Frodo, ne? Der doch auch da am Schicksalsberg Sachen unterm Drachen geklaut hat. Attacke! Tacke alleine. Na, oh! Ich glaube, wir hätten das mal lassen sollen. Komm, jetzt schaffen wir aber. Wir haben es auch nicht ganz so gemacht wie beim ersten Mal. Wir haben erstmal gestoppt. Wonach riecht's denn hier? Stimmt, riecht's hier nach Drachenpups. Kleine. So, wir gehen jetzt links rum. Da sind nämlich keine Ratten. Wir nehmen noch das Tagebucheintrag mit. Oh, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir mit. Dann müssen wir hier immer schön im Kreis gehen.
Immer schön im Kreis gehen. Oh, den habe ich nicht bekommen. Hier, komm schon. Oh, knapp, 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 knapp. Oh, scheiße, scheiße, das ist der Drache. War doch noch irgendwo Gold da. Schon schnell raus, schnell raus, schnell raus. Schnell raus. Wir müssen schnellstens. Huh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Ohne Tode. 100 Gold gespart. Top. Wem soll das denn nützen? Den kann keiner, glaube ich, ne? Nö, damit fange ich nichts an. Nö. Schild, das kannst du aber. Wem soll das denn nützen? Dir kann das nützen. Ganz nett. Aber unnütz. Kannst du jetzt schon erkennen? Kannst schon erkennen. Schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hä? Was soll das denn sein? Lassen wir das noch alles bei ihm. Alles, was grün ist. Was soll das denn sein? Und wir nicht erkennen können im Moment. Lassen wir bei ihm. Weiß ich nicht. Ledergürtel, zack. Ledergürtel kann doch bestimmt noch jeder. Jemand hier. Kriegst mal den Ledergürtel. Stab kannst du. Nein. Das ist ein Speer. Speer kann sie hier. Ist aber der gleiche. Kann also auch verkauft werden. Muss man ein bisschen sortieren. Was soll das denn sein? Du kriegst das. 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 Die halt alle. Ach nee. Er ist doch der Alchie. Bald hab ich's. Weiß ich nicht. Okay. Schön. Dann jetzt erstmal müssen wir ein paar Sachen lernen. Speichern. Haben wir gespeichert? Hohohoho. Ah, mit 1, 2, 3, 4 kann ich schnell die Items wechseln. Nee, damit kann ich die Targets wechseln. Oder meinst du hier? Nee, mit 1, 2, 3, 4 kann ich nur die Leute wechseln. Alles. Oh, es ist ja schwer weg. Ausgebildet werden. Wer konnte jetzt falschen? Konnte mir das beibringen? Mitgliedschaften muss ich eigentlich auch noch holen, ne? Aber erstmal will ich das andere können. Nur herein. Kann das sein, dass wir gerade weniger Gold aus der Höhle rausgeholt haben? Hier ein Item anklick. Alles voll. Nee. Ich kann das dann nur zuweisen. Ach so, ja gut, das stimmt, das kann ich.
Item kann ich dann zuweisen zu den Leuten. Das stimmt, das geht. Kann ich das nicht mal ganz gut machen, ne? Kann ich auch schneller die Truhen plündern und so. Ist das Sinn entschärft? Eigentlich brauchst du auch noch entschärfen, ne? Dann warten wir noch ein bisschen. Die Kirche natürlich, stimmt. Stimmt, die Kirche. Benötigt ihr Heilung? Wer kann das mit am besten? 4 Charaktere. Wer kann das am weitesten nachher lernen? Kleriker. Kleriker können das bis zum Ende. Macht natürlich auch Sinn, wenn ich das in der Kirche lerne, dass es dann ein Kleriker kann, ne? Alles klar, dann lernst du das. Geht in Frieden. Und jetzt verkaufen wir mal ein bisschen was. Beziehungsweise können wir noch ein bisschen auf. Hier können wir noch eine Stufe aufsteigen. Was steht denn das nochmal? Weiß ich nicht daraus. Ihr wollt ausgebildet werden. Ah, guck mal. Wie viel Geld brauche ich dafür? Ne, ist Erfahrung, was ich noch mehr brauche. Gut, kann ich noch nicht. Verkaufen wir jetzt mal ein bisschen. Guten Tag. Darf ich helfen? Das verkaufen wir nicht, das auch nicht. Ich will mindestens alle mit Leder so haben. Zumindest die Leder können, dass die das auch haben. Den Speer brauche ich nicht mehr, da habe ich einen besseren. Verkaufe ich den jetzt. Hä? Achso. Armbrust behalte ich nochmal, den brauche ich nicht. Euch brauche ich auch nicht. Wahrscheinlich der Rüstungshändler. Auch nicht. Das ist wahrscheinlich die andere Tante da hinten. Ich weiß gar nicht, was das für ein Laden ist. Ein Chemieladen oder was? Guten Tag. Die Armbrust behalte ich nochmal. Das brauche ich noch alles. Aber hatten die an. Jetzt habe ich es doch gar nicht mit der verkauft, die gefalscht gelernt hat. Oh, wie dumm. Brauche natürlich sie denn alles. Questgegenstände kriegt er. Das kriegt. Was du? Boah. Gut, ich habe den nicht schon verkauft. Nicht. Erkennungssachen kriegst du. Reparieren muss auch noch einer lernen. Jetzt auch erstmal noch du. Das kostet auch du. Ah ne, ich kann ja. Zack. Hopp. Ist ja zuweisen. Vergesst das immer wieder. Zack. Gut. Was ist das? Verlangsam. Hältst du auch erstmal? Ein paar Tränke könnte ich noch brauen. Das langt erstmal so. Reparieren. Kann bestimmt der Schmied mir beibringen. Guten Tag. Darf ich helfen? Nö. Der kann mir das nicht beibringen. Konnte mir denn noch reparieren beibringen? Irgendjemand konnte das noch. Ich glaube, der nicht, oder? Ausgebildet werden. Nee, macht doch keinen Sinn.
Wisst ihr noch, wer das konnte? Irgendjemand konnte das doch hier, oder? Und den mir doch reparieren beibringen. Hier wird das ja auch nicht sein. Den Häusern hier. Sind noch irgendwie... Zaubershop. Echt? Der Zaubershop kann reparieren? War das der Zaubershop? Ich glaube schon, ne? Die blaue Flasche, das klingt gut. Tretet ein. Nee. Alchemie, Monsterkunde. Das ist ja sauber. Kann ich euch der denn bestimmt, ne? Ja, reparieren. Super, danke. Für den Hinweis. Vielen Dank. Ich bin nicht drauf gekommen. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir erstmal die wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Gehen wir demnächst mal an den Tempel auf jeden Fall. Hä? Was soll das denn sein? Das werde ich aber wahrscheinlich erst morgen, beziehungsweise heute Abend, ist ja schon morgen, machen. Weil ich jetzt gleich mal schlaf gehe. Morgen recht früh raus. Stell mich jetzt nochmal vor den Eingang. Und abspeichern nicht vergessen. Huch. Ja, das ist auf jeden Fall der Eingang. Gut, nochmal abspeichern.